Hallo zusammen, ich bin Simon von artkleisilver.ch. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr selber Armbändeli machen könnt. Mit dem Armbändeli-Set. Ich nehme euch gerade auf meine Arbeitsfläche ab, damit ihr es besser seht. Mache ich das mit dem Labradorit und zwar kommt das in dem Set, wo ihr Perlen bekommt. Da sind es Labradoritperlen, 6 mm Durchmesser. Entweder sind es lose in so einem Säckchen wie da oder sie sind in einem Säckchen, aber noch auf einem Faden aufgezogen. Wenn sie so kommen, dass sie schon auf dem Faden aufgezogen sind, dann könnt ihr sie dann einfach noch drabnehmen, bevor sie brauchen vom Faden. Dann dazu kommt noch ein Anhänger. In dem Set ist der Silberlebensbaum. Dann Silberzwischenteile hat es dabei. Da hat es 5 Sternenlinsen oder Sterneffektlinsen und 2 normale Linsen und dann kommt auch noch ungefähr 1 Meter elastischer Faden. All diese Sachen könnt ihr auch einzeln im Shop kaufen, das wenn ihr noch mehr wollt machen oder wenn ihr es gerne anders zusammengestellt hättet. Was ihr zusätzlich noch braucht, ist eine Schere, eine kleine Schere, so eine Nagelschere oder so eignet sich gut. Oder sonst eine feine Schere. Und ein Massband zum Messen. Dann braucht ihr noch ein Tüchli, ein Fototüchli oder ein Küchentüchli, um sie darauf herzulegen, die Perlen, die Steine. Dass sie euch nicht davon ruggeln, wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das praktische Perlbrett. Das zeige ich euch gerade mal. Das Perlbrett ist nicht im Set dabei. Das müsst ihr noch einzeln dazu bestellen, wenn ihr das möchtet. Das ist so ein Perlbrett. Ich versuche das mal ein bisschen auszuzoomen, dass ihr das noch ein bisschen besser seht. Genau. Der Vorteil von dem ist, dass es euch nicht davor ruggelt. Ihr habt hier so 3 Kerben, die ihr es rein tun könnt. Eure Steine. Und so sind sie dann schön platziert. Ich arbeite eigentlich nur mit dem. Hier haben wir auch gerade eine Zentimeterangabe. Von der Mitte her 0 und dann auf beiden Seiten wird es bis 12 aufgezählt. Eben wie gesagt, da hat es am etwa 20 cm von den Steinen drin. Dass es so anläuft, stimmt das. Dann, was ihr optional auch noch dazu könnt haben, das ist der Leim, der Schmuckleim, zum am Schluss ein bisschen den Knopf sichern, dass er nicht aufgeht wieder. Ihr könnt aber auch ein Tröpfchen durchsichtigen Nagellack geben. Das funktioniert auch. Also, dann würden wir doch sonst gerade mal starten. Die Steine, die habe ich schon rausgetan. Die muss ich nicht mehr noch nehmen. Dann haben wir hier den Faden. Braucht. Es ist ungefähr 1 Meter, dass wenn ihr es nochmal nicht machen, wenn es euch nicht gefällt, dass ihr genug habt. Also sonst könnt ihr die auch bestellen, nachher bestellen. Und zwar ist das so der elastische Faden. Da habe ich jetzt einen 0,5 mm, da dazu ist ein 0,7 mm. Kommt immer ein bisschen auf die Dicke von der
Löcher drauf an. Aber so 0,5 und 0,7 sind so die beiden Standardfäden. Elastische Fäden. Dann kommen die Kugeln raus. Da tue ich gerade hinein. Und noch den Anhänger. Jetzt habe ich alles parat, dass ich starten kann. Die Frage ist jetzt, wie lang soll unser Kettchen werden, dass es nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Ich habe auf meiner Homepage eine Tabelle, wo drauf steht, wie viel Durchmesser oder wie viel Umfang das dem Tanklenk im Durchschnitt hat. Wenn ihr es für euch selber macht, dann könnt ihr das messen. Für das habe ich gesagt, ihr braucht das Messband satt ums Handgelenk ummessen. Das mal schnell kehren. Ich habe 15 cm und dann gebe ich ungefähr 2 cm dazu. Das müsst ihr halt auch so ein bisschen herausfinden. Es ist 1,5 bis 3 cm, wo man noch dazu gibt. Es kommt ein bisschen auf den Durchmesser von den Steinen drauf an, ob man mehr oder weniger zugibt. Je grösser der Durchmesser, desto mehr gibt man dazu. Je kleiner, desto weniger. Und wie man es halt gern hat. Also ich habe es gern ein bisschen Look, dass das wirklich ein bisschen spielt, ein bisschen hin und her geht. Und da unten auch noch schaut, dass da wirklich so ein bisschen einen Abstand. Genau. Also, ich habe 15 cm, dann mache ich es auf 17 cm. Jetzt kann ich hier gerade messen. 17 cm, das wäre in dem Fall 8,5 cm auf beiden Seiten. Dass man auf 17 kommt. Dann haben wir bei 9. Ich nehme 4 raus. Es ist jetzt ein bisschen weniger, es kommen aber noch die kleinen Silberzwischenteile dazu. Die könnt ihr jetzt da euch schön parat legen, reinlegen, wo die kommen. Den Anhänger mache ich meistens in der Mitte. Das wäre also bei 0, der kommt etwa da bei mir. Da könnt ihr es von Hand reinlegen. Ich nehme da noch eine Pinsette, mache mir da ganz schnell ein bisschen Abstand. Und dann man kann es regelmäßig oder unregelmäßig machen, wie es einem gefällt. Da nehme ich jetzt die grösseren. Und dann mache ich da auch noch. Und das hinterste noch eins auf einer Seite. Jetzt geht es als Einfädeln. Für das nehme ich den Faden, mache unten dran das Knöpfchen, mache da gerade so einen Doppelknopf und ziehe den an. Ihr müsst ziemlich fest ziehen, damit man es dann auch wirklich, dass es hebt. Wenn ihr zu wenig zieht, dann löst er sich wieder und er geht wieder auf. Und dann fange ich da an auffädeln. Ja, das ist ein bisschen abgekehrt. Nehmen wir das wieder unten rauf. Es braucht keine Nadeln. Die Fäden, die Gummifäden, die elastischen, die sind genug hart, dass ihr das ohne Nadeln könnt einfädeln könnt. Am besten hebt das nicht allzu weit weg. Aber das werdet ihr automatisch selber herausfinden,
wie euch das am besten liegt. Und wenn es bewackelt ist, dann muss man nachher nicht mehr viel überlegen, sondern man kann sie einfach auffädeln. Jetzt kommt da die Silberlinse. So, jetzt kommen wir dann schon zu der Mitte, wo der Silberanhänger kommt. Das sind eingekaufte Silberanhänger. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr aus Art Clay Silber selber einen Anhänger gestaltet. Für das findet ihr auch Videos, wie man das macht. Oder ihr könnt zu mir an einen Kurs kommen, wo ich euch das gerne zeigen tun. Ich kann das noch ein bisschen personalisieren. Jetzt kommt da der Baum rein. Man kann zusätzlich auch noch mehr dranhängen. Was ich etwa die noch mache, ich hänge noch mal Steine an. Oder auch also Quasten anhängen. Da ist noch die Fädel und dann zeige ich euch das gerade schnell. Bei diesem Armbänder da habe ich einen Art Clay Anhänger, den ich selber gemacht habe, und so einen Baumwollquasten und habe beides angehängt. Ich kann gerne, wenn ein Haufen dran ist, der dann ein bisschen rumbambelt. Große Silberlinse. Ihr seht, das ist ziemlich zackig gemacht, um das auffädeln. So für so ein Armbänder zu machen, wenn man es erst mal macht, würde ich sagen, dass es vielleicht so etwa eine halbe Stunde, drei Viertelstunde durch. Wenn die Zeit rechnen mit allem drum und dran. Oh, das ist mir runtergefallen. Dann haben wir da ein paar eins von denen, dass ich das nachher gehen suchen. Gut. Jetzt bin ich soweit nachher. Bevor ich es zuknüpfe, wenn es für mich selber ist, habe ich das zusammen und schleife mal rein, dass man da so ein bisschen schauen kann, wie das von der Größe her passt. Ich finde das jetzt für mich ideal und lasse das so. Sonst, wenn man merkt, es ist zu groß oder zu klein, kann man halt noch mal eins rein tun oder eins rausnehmen. Genau. Jetzt lasse ich auf beiden Seiten ungefähr 10 cm Faden. Für den Knopf, dass wir genug Faden haben. Dann auch hier etwa 10 cm und schneide das mal ab. Jetzt versuche ich euch den Knopf zu zeigen. Und mal schauen, ob ich euch da ein bisschen näher muss noch annehmen mit dem Zoom. Gut, dass ihr das besser seht. Also sonst habe ich auch noch eine Anleitung, eine Bildanleitung, wo ihr auf meiner Homepage findet. Wichtig beim Zuknüpfen ist, dass man jetzt genug Spannung auf das Ganze gibt. Also dass man das wirklich ein bisschen, den Faden unten dran ein bisschen zieht. Dass es nachher nicht zu luck ist und nicht lödelt. Also ich ziehe den Faden ein bisschen auseinander elastisch, tue die Steine zusammen und gehe jetzt so zusammen. Wir da noch. So, und dann mache ich eine Schlaufe für ein normales Knöpfchen. Und bevor ich das anziehe, gehe ich mit dem Faden
nochmal rundherum. Also zum nochmal so eine Schlaufe machen für ein normales Knöpfchen. Und dann ziehe ich das Ganze an. Und auf beiden Seiten von diesen Fäden genug Zug geben. Und wie gesagt, schauen, dass er genug Zug auch auf dem Armbänder selber drauf hat. Und dann wirklich so fest anziehen, dass es einen Knopf gibt. Und wenn es zu wenig ist, geht es euch sonst wieder auf. Ihr könnt sonst auch ein bisschen Faden nehmen und das mal ausprobieren, wie viel dass es, bevor ihr zieht, wenn ihr Angst habt, dass es kaputt geht, wie viel dass es verleiden mag. Oder ob ihr es schafft, ihn zu reissen, den Faden. Also es braucht wirklich viel. Es ist gute Qualität vom Faden. Den würde ich jetzt lösen, den Knopf. Aus dem Grund machen wir da nochmal ein Knöpfchen. Nicht nochmal einen normalen Knopf, sondern jetzt nehmen wir die beiden Fäden beide doppelt und machen, wenn ich sehe, der hat sich da schon wieder angefangen zu lösen, den Faden. Je mehr Durchmesser das ihr habt vom Faden, desto schneller löst er sich. Bei 0,5 löst er sich nicht ganz so schnell. Was auch noch ein Trick ist, wenn ihr euch schnell wieder löst, dass ihr dann drüber hin noch ein einfaches Knöpfchen macht. Über den Doppelknopf unten. Also jetzt hier ein einfaches Knöpfchen und anziehen. Auch wieder genug anziehen, dass es euch nicht löst. So. Genau. Wird dann halt einfach ein bisschen dicker und ist zum Teil ein bisschen schwieriger zu verstecken. Aber besser, als dass es löst. Und jetzt machen wir den Doppelknopf, wie ich gesagt habe, oder die Schlaufe. Dass wir so haben, dass ihr das seht. Das ohne Türen fädeln. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr den ganz nah an anderen Knopf herentut. Also, dass ihr das da abzieht. Ich nehme da einfach ein paar Sätze, dass ich die Hand ein bisschen wegnehme, damit ihr es besser seht. Jetzt ist er ganz nah da unten. Und wenn man es jetzt dann noch so auseinander nimmt, die Fäden, zum Anziehen, dann kann man das noch so machen. Genau. Auch den wieder genug anziehen, sonst löst der sich auch. Und jetzt noch abschneiden. Was brauchen wir da? Ein Scherli. Nicht ganz, ganz nah. Ich würde sagen, ungefähr 2 mm sollen die Faden noch so kleine Schwänzchen abstehen. Wenn ihr zu nah abschneidet, dann schläuft ihr durch den Knopf durchschleifen und der Knopf sich wieder lösen. Also ungefähr 2 cm, 2 mm übrig stehlen. Ich versuche das mal noch ein bisschen in die Kamera zu zeigen, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen seht. Dann tue ich es noch ein bisschen sichern. Da könnt ihr entweder direkt auf den Knopf drauf geben oder was man auch machen kann, man kann da ich glaube noch ein bisschen näher annehmen mit dem Zoom, dass es vielleicht noch besser sieht und dann noch ein bisschen scharf machen. So. Oder man kann da auf das Löchli ein bisschen drauf tun. Das ist super bei diesem Leim. Ihr habt ganz feine Spitzen. Also ihr könnt das gut platzieren, den Leim, ohne dass er überall anklebt. So. Und dann ziehe ich gerne den Knopf da ins in die Kugel rein.
so ist es wirklich. Man sieht nichts mehr. Und es ist drin nicht geleimt und das hebt. Und das Armbänder wäre fertig. Bereit zum Tragen oder bereit zum Verschenken. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr auf meinem Onlineshop artkleesilver.ch. Wenn es noch Unklarheiten hat, dann dürft ihr mir gerne schreiben und ich kann euch Fragen beantworten. Und sonst wünsche ich euch ganz, ganz viel Spass beim euren eigenen Armbänderli machen. Tschüss zusammen!